Tja, das kommt davon, wenn man im Keller übt für dieses Spiel. Ich hoffe, ich bringe dann trotzdem noch die notwendigsten Infos an Sie rüber. Zum Beispiel jene, dass sich natürlich ein Provinzclub wie Ried freut, wenn Mannschaften aus den Großstädten hier als Gast auftreten. Und wenn sie dann aus der Bundeshauptstadt kommen, umso schöner. Und das gleich zweimal in nächster Zeit. Heute Rapid und noch wichtiger wahrscheinlich für die Rieder Mittwoch das Cupspiel gegen die Wiener Austria. Denn mit einem Titel am Ende im Cup, ja, dann würde man sich den Umweg in der Meisterschaft ersparen, um dann international mit dabei zu sein. Für Rapid heißt es heute, ja, nicht abreißen im Kampf um die Meisterschaft. Die Salzburger haben gestern wieder vorgelegt und deshalb müssen die Rapidler dranbleiben, zumindest verkürzen, um dann im direkten Duell gegen die Roten Bullen nächste Woche dann alles in die eigene Hand zu nehmen. Die Rieder heute mit einer sehr offensiven Aufstellung, wie ich meine, vor allem auch das Zentrum. Es spielt zwar Hacic als nominell defensiver Mann in der zweiten Dreierkette, aber der kann ja auch offensiv sehr gut spielen auf der Position von Schul. Das hat er ein paar Mal schon gemacht in dieser Saison. Dazu noch Nacho auf der Seite, hat den Vorzug gegenüber Lexer bekommen und vorne Guillem statt Casanova. Die Begründung von Gerhard Schweizer, er möchte eben tiefer rein in den Strafraum und da ist Guillem vielleicht der Spieler, der die besseren Fähigkeiten mitbringt. Ansonsten keine großen Überraschungen. Alles so wie erwartet bei der SV Ried. Der Unparteiische, auch er auf Abschiedstour. Thomas Einwaller, unterstützt von Armin Eder und Walter Altmann. Ein sehr bewährtes Trio. Und wenn wir hinterher über keine Situation diskutieren müssen, dann haben die drei wieder mal einen guten Job absolviert. In der Meisterschaft hat es noch zu keinem Sieg gereicht für Ried, aber die Überraschung dann doch im Cup, als man in Hütteldorf in der Verlängerung noch auf ihr Bundesliga-Debüt warten, wie Julian Baumgartner und Thomas Burkhuber. Auch sie sitzen heute auf der Bank. Zwei Deutsche als Kapitäne zweier österreichischen Teams, wobei bei einem vielleicht wird es dann doch noch was, dass Gebauer noch den österreichischen Pass irgendwann vor seiner Rente, vor seinem Karriereende bekommt. Wird immer noch hart gearbeitet dran. So spielt Rapid, wie gesagt, mit vier Änderungen. Pichler ist wieder zurück für Suma. Kolowitz ersetzt den gesperrten Heikkinen. Hofmann nach seiner längeren Verletzungspause wieder zurück. Drazan neu im Team. 4-2-3-1, aber vielleicht auch Kulowitz etwas defensiver als der tatsächliche Sechser und Hofmann so im Zentrum zwischen Trimmel und Ratzen und Burgstaller noch eine Nuance vor. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie es der Gegner zulässt und der Gegner ist ja defensiv sehr stark. Peter Schöttl hat großen Respekt vor der Rieder Mannschaft und
warnt vor allem vor den guten Standards, die die Rieder spielen können. Das gleich der erste Fauxpas von Bichler. Die erste Chance zum 1:0 für Schul. Ja, hoppla hopp. Da waren sie irgendwie noch nicht auf dem Rasen. Ankick für Rapid und dann schießt Bichler QM direkt ans Herz. Und den Nachschuss kann dann Sonnleitner zur Ecke abwehren. Nacho, ja, das wäre ein Auftakt gewesen. Spätestens jetzt bin ich sicher, Harald Bichler ist hellwach. Das wird ihm einen Sonderadrenalinstoß versetzt haben. Foul von Meilinger. Ja, das wäre ein Auftakt gewesen. Nach 8 Sekunden Schul mit der Chance. Schrammel, Rückkehrer. Hier ebnete er durch gute Leistungen seinen Weg nach Wien. Und auch Gebauer darf erstmals ein Torhüter, der zum Stammpersonal einfach gehört. Einer von insgesamt 3 Torhütern, der auch keine einzige Minute versäumt hat. Wolf, Kapfenberg und Siebenhandel von Wiener Neustadt gehören dazu. Heuer Gebauer, Gott sei Dank, verschont geblieben von Verletzungen. Trimmel auf und davon. Rieger kommt nicht mehr nach und Reifelshammer in der Mitte. Auch einer, der unter Umständen im nächsten Jahr auch in Hütteldorf abwehren könnte. Von der Farbe her des Trikots müsste er nicht viel ändern. Hofmann beim Eckball. Hat sehr erfolgreich immer agiert, wenn es gegen Ried ging, Steffen Hofmann. Und auch den serviert er mustergültig für Trimmel. Auch wenn wir jetzt Bichler gesehen haben, der natürlich auch mit nach vorne kommt, aber Trimmel war derjenige, der den Kopfball setzte. Zwar keine große Gefahr für die Rieder, aber immerhin. Rapid-Fans haben schon beim Aufwärmen für gute Stimmung gesorgt. Er war der Torschütze beim 1:0. Das kurios das Ganze, denn da waren noch 2 Rieder am Ende am Ball dran, aber entscheidend war sein Kopfball nach dem Freistoß von Hofmann. Hartschitsch fälscht ihn auch ab und am Ende war es Karner, der den Ball irgendwie über die Linie drückte. Der heute nicht mit dabei ist, für ihn die Saison beendet. Hat Probleme mit der Bandscheibe. Bichler von UM. Stahler bringt den Ball nicht rüber zu Trimmel. Schul. UM diesmal auf der Seite. Und Hofmann. Ja. Mit der Aufgabe eines Sechsers, wenn er auch die Nummer 11 trägt und sich selbst als Achter sieht. So einfach ist das. Trimmel. Hofmann, nächste Vorlage für Trimmel. Und es gibt Einwurf. Gut funktioniert das Zuspiel. Und Rapid legt nach. Wieder gibt es Einwurf. Schreiner bei Burgstaller. Und Schul, auch er hilft in der Defensive aus. Rutscht weg, kein Foul. Rieger
Sonnleitner. Und wieder geht's über rechts. Pacic kommt aus dem Zentrum heraus. Sein Lieblingsfeind, Trimmel. Den hat er so richtig umgenietet in Hütteldorf. Und daraufhin ließ sich Trimmel noch dummerweise provozieren von Hacic. Und er ging am Ende mit Rot. Und Hacic sah nur die Gelbe. Hofmann. Diesmal versucht Trimmel Hofmann ins Spiel zu bringen. Geht nicht, weil er gefoult wird, aber es gibt einen Freistoß. Auch wenn die Rieder die beste Chance gleich nach 8 Sekunden hatten, aber so jetzt nach den ersten Minuten schon sehr dominant. Rapid. Hofmann. Flach gespielt, gute Variation. Es wäre schön gewesen, wenn auch der Abschluss flach vollzogen worden wäre von Burgstaller. Dann hätte das für Gefahr sorgen können. Heute hat er Geburtstag, der gute Guido Burgstaller, 23 Jahre alt. Da kann man sich doch selbst auch mal belohnen. Der erste Ansatz dazu war da. Trimmel, Ala. Gulowitz, sauber gespielt. Burgstaller und Gulowitz als Mittelstürmer. Zu stark die Brustmuskulatur ausgebildet bei ihm. War ein schönes Tor, an das ich mich noch erinnere. In Zusammenarbeit mit Andi Herzog, unserem heutigen Experte in Bregenz war das. Ein Solo über fast 200 Meter von Herzog, der am Ende so kaputt war. Und Kulowitz erbte den Treffer. Sehr zur Freude von ihm. Einer von drei Treffern, die ihm gelungen sind in seiner langen Bundesliga-Karriere. War damals sein erster Treffer, dementsprechend groß die Freude. Meilinger, schöne Flanke. Wow, Nacho überrascht, dem springt der Ball vom Fuß weg. Das war eine typische Szene aus dem Rieder Angriffs Gruselkabinett. Viel geht über die Seite normalerweise. Immens gefährlich, die Rieder, wenn sie mit Flanken operieren. Keine Mannschaft in Österreich, die daraus so viel Tore erzielen kann wie die Rieder. Uem vom Blitz getroffen. Weggerutscht ist er. Weiß auch noch nicht, ob er bleiben wird. In der Neustadt war da schon mal im Gespräch. Vielleicht gibt es da irgendwelche Tauschrechte wie im Mittelalter. Sonnleitner. Reifelshammer. Der einzige Feldspieler, der wirklich keine einzige Sekunde in dieser ganzen Saison, die doch schon sehr lange ist, versäumt hat. Auch im Cup war er über die vollen 90 Minuten dabei. Das ist schon sehr beachtlich. Schrammel hat jetzt Platz, weil Nacho nur halbherzig hinterherläuft. Hacic öffnet das Spiel über Meilinger. Und Schreiner mit in den Rücken von Guem. Nacho, Solo, schön gemacht und gut gehalten von Königshofer. Ja, wenn das Niveau so bleibt, dann werden wir heute noch ein nettes Bundesliga-Kicker sehen. In beide Mannschaften wirklich mit dem Bemühen nach vorne zu spielen, nicht zu mauern, nicht abzuwarten, sieht gut aus. Den ersten 10 Minuten. Nacho am Boden.
der Torschütze beim 1:1 eingebaut. Die Gurke, damit man sich ein bisschen Respekt verschafft beim Gegenspieler. Er, Nacho und Trimmel, das waren die Torschützen Anfang November beim 1:1. Bei Ried, ich habe es vorher schon angesprochen, zwei junge Baumgartner Burghuber, die noch keine Sekunde Bundesliga gespielt haben. Auch ein Lukas Gabriel hat zwar schon zwei Bundesligaspiele absolviert, aber in dieser Saison noch keines. Also man setzt weiter auf die Jugend, auf Ausbildung, auf Weiterbildung und irgendwann weiter verkaufen. Das wäre der ideale Weg in Ried. Trimmel. Rieger vor Burgstaller. Meilinger. Acic rutscht weg. Kulowitz jetzt als Vorbereiter. Alla, der macht das 1:0. 1:0 Rapid, sein erster Treffer überhaupt in Ried. Ist ihm bisher noch nie gelungen, obwohl er schon 26 Tore erzielt hat, aber hier in Ried gelang ihm noch keines. Heute vielleicht ein sehr wichtiges. Ziemlich genau vor 3 Jahren feierte Alla sein Bundesliga-Debüt. Aber Kulowitz, wunderbar, an und für sich die Aufgabe von Hofmann. Und er sollte ihm nur den Rücken frei halten, aber das übernimmt er selbst. Ausschlaggebend, Ballverlust von Acic, der rutscht weg, aber es ist natürlich noch ein langer Weg dahin. Da hätte sich schon irgendjemand anders aufraffen können, um das Zuspiel zu erschweren. Zumindest toller Abschluss durch die Beine, kurz und schmerzlos. Deni Alla bringt Rapid mit 1:0 in Führung, erhöht sein Saisonkonto auf Tor Nummer 6. Tor Nummer 6. Tor Nummer 6. Tor von Kulowitz. Heute macht er seinen ersten Assist in dieser Saison. Ein toller Ergänzungsspieler, der nie mault, der nie murrt. Immer wenn er gebraucht wird, ist er da. So richtig enttäuschend habe ich seine Leistung noch nie gesehen. So, jetzt ist Ried doppelt gefordert. Rieger. Rotpuller, Meilinger, sein Konkurrent auf dieser Position, Beichler zurzeit noch verletzt, eine Seitenbandverletzung am Knie erlitten, aber wird, so wie es aussieht, noch kommen in dieser Saison. Meilinger selbst hatte einen kleinen Hänger, einen Ast im Frühjahr, war ja auch beim Bundesheer. Das hat noch keinem so richtig gut getan. Ja, auch nicht. Gebauer. Rapid zieht sich zurück und würde am liebsten mit diesem Ergebnis nach Hause ziehen. Denn dann wären wir wieder dran eben an Salzburg. 3 Punkte, die kann man dann selbst machen gegen Salzburg. Und wenn man sie nicht macht, dann hat man es eben nicht verdient, wenn man die Chance dann aus der Hand gibt. Hofmann vor Guem. Drazan kommt nicht an den Ball. Wieder mal sehr wechselhaft seine Leistungen in dieser Saison. Macht Spiele, da kann man mit der Zunge schnalzen. Ist oft wieder gar nicht zu sehen und das über Spiel hinweg. Foul von Guem an Sonnleitner. Genau 50 Spiele hat er gemacht für Ried. Guem.
spanische Familie. Nicht nur die Männer sind immer zusammen, sondern auch die Damen sitzen direkt vor mir mit Nachwuchs. Schreiner bei Schimpfisberger. Eilinger, Trimmel bei ihm. Hacic, da weiß man, aufpassen, der kann gut schießen. Diesen Pass setzt er aber zu tief an. Schrammel, jo, Thomas Schrammel. Er ist in seinem 12. Spiel und das ist eine Rieder-Legende. Reutinger, zweimal war er Trainer mit Ried in der Volkszeit und dann versucht er einmal noch den Abstieg zu verhindern, aber das gelang selbst der Legende nicht. Wer sitzt denn bei Rapid auf der Bank, falls ein Wechsel notwendig wird? Batoka, naja, der beendet seine Karriere sitzenderweise. Gartler, wird man sehen, wie es mit ihm weitergeht. Prager ist mit dabei, mit Schiene, Gott sei Dank kein Bruch. Und da müssen wir abwarten, was da dabei rauskommt. Ganz böse, wie hier Meilinger auf den Fuß von Trimmel rauflatscht. Steht zumindest schon wieder, ist aber noch außerhalb des Spielfeldes. Nacho vor Schrammel. Pichler fault Guem und Schimpfisberger ist es, kommt wieder zurück. Von Defensive auf Offensive. Platz für Burgstaller. Hofmann geht auch mit. Ja, wartet zu lange mit dem Abspiel, Burgstaller. Auch Drahtzahn verärgert, sagt, warum spielst du mir den Ball nicht nach vorne durch? Hofmann und 2:0. Er macht sich sein Geburtstagsgeschenk. Burgstaller. Läuft alles wie am Schnürchen. Hofmann mit guter Übersicht legt ab nach hinten. Und da schlafen die Rieder. Bei einem Outline-Wurf darf man sich einen nicht so überraschen lassen. Der passt genau ins Eck. Auch sehr klug gewählt. Die Schusstechnik nicht mit Vollspann, sondern mit der Innenseite platziert er ihn ins Eck und dann ist kein Halten für Torhüter Gebauer möglich. 2:0. Tja, es läuft bestens. Als ob man sich einen Spielverlauf wünschen könnte aus Sicht der Rapidler. Ala steigt gegen Schreiner ein. Hacic wird treten, auch Meilinger wäre eine Option, rechts oder links. Reifelshammer war dran mit dem Kopf. Und immer mit nach vorne bei den Standards. Dreimal war er schon erfolgreich, zuletzt im Dezember in der Südstadt beim 1:1 gegen die Admira. Thank you.
der Torschütze am Boden. Ja, wird erwischt vom Ellbogen, aber glaube ich, ganz so schlimm war es nicht. Der Krieger erwischt ihn im Gesicht und es geht auch weiter bei Burgstaller. Doppelte Freude, Geburtstag, selbst belohnt, Treffer. Schellesberger, Meilinger rutscht weg. Leifelshammer. Ahler setzt nach. Warte, Reifels haben wir sehr lange. Hat jetzt Glück, dass er da den Freistoß bekommt. Das wäre ins Auge gegangen, aber er bekommt ihn zurecht. Ahler zieht am Trikot, zieht am Arm und bringt dadurch Reifels haben zu Fall. Rieger. Schreiner. Die Raumaufteilung gefällt mir nicht allzu gut bei den Riedern. Da standen sie jetzt in zwei Linien. Meilinger, jetzt lösen sie sich. Kommt Ziegel, der einige Spiele im zentralen Mittelfeld absolvierte, heute aber auf der rechten Seite spielt. Und Kulowitz zeigt mit dieser Aktion nicht gerade großes Vertrauen zu seinem Torhüter Königshofer. So verwartete dahinter schon, kann die Kommunikation nicht ganz gestimmt haben. Ein Ball zu viel. Erledigt der Chef persönlich. Nacho beim Eckball. Leifelshammer wieder. Kommt er an den Kopfball, aber kann ihn nicht entscheidend drücken. Ja, dementsprechend gelassen kann Peter Schöttl sich das Spiel anschauen. 23 Minuten gespielt. Mannschaft spielt gut, passt alles, die Tore fallen auch. Spielverlagerung auf Meilinger. Schreiner. Ball aus der Gefahrenzone heraußen. Kulowitz wird gefoult. Vorteil Schrammel. Dann hat Peter Schöttl zwei gute Positionen für gute Spieler gefunden. Zum Beispiel Burgstaller nicht als alleinige Spitze, sondern hinter einer Spitze. Ich glaube, da kommt er besser zur Geltung. Und ein Hofmann in der Position neben Kulowitz aus der Tiefe kommend. Ich glaube, auch das gefällt ihm gut, weil er da nicht ständig einen am Hintern kleben hat. Auch wenn dieser Ball zu weit ist für Drazan, der momentan noch nicht wirklich im Spiel ist. Es kann natürlich auch sein, dass so irgendwie im Hinterkopf bei den Riedern-Spielern schon das Mittwochspiel eher präsent ist. Denn, wie gesagt,
für die Austria nehmen und dann das Finale gewinnen, dann wäre man dabei. So, aber in der Meisterschaft kann man aus eigener Kraft ja eigentlich nur die Admira überholen. Wenn man gegen die Admira gewinnt im direkten Duell. Aber da ist man auch noch nirgends. Strecktes Bein von Schimmelsberger. Hacic geht sehr weit nach hinten. Rotzbuhler. Krieger, Schreiner. Beide Mannschaften bevorzugen die Seite, wo unsere Kameras näher dran sind. Das heißt, Rapid vorwiegend über rechts kommend, umgekehrt Ried meist über links. Über Meilinger, über Schreiner. Eckball, Eckball Nummer 3. Zweimal war Reifelshammer mit dem Kopf zur Stelle. Zwar noch keine Gefahr für Königshofer konnte er erzeugen, aber es zeigt eben, dass die Bälle sehr oft bei den Mitspielern landen, dieses Mal nicht. Nacho muss das Bein einziehen gegen Drazan. Abseitsstellung Meilinger. Bald eine halbe Stunde gespielt. Rapid führt mit 2:0 und die Rapidler führen verdientermaßen mit 2:0. Stehen sehr gut, sehr kompakt. Es hätte nur ins Auge gehen können, wenn nach 8 Sekunden Schul den Patzer von Bichler nutzen hätte können. Nacho. Ball kommt und Buhem verfehlt und Meilinger hat die Nachschusschance. Da standen sie nicht gut in der Innenverteidigung. Bichler und Sonnleitner stehen am ersten Pfosten, Ball geht über beide hinweg. Dremel. Nacho müsste nochmals Eckball geben. Nacho wollte mehr, wollte ein Handspiel gesehen haben. Nein, angelegter Arm trifft zwar Sonnleitner am Oberarm. Aber das ist kein strafbares Handspiel. Wieder Meilinger. Wieder alles von links. Hofmann. Jetzt kann Rapid kontern über Drazan. Hacic eilt nach hinten. Zwei Mann auf rechts. Hofmann und Burgstaller, der jetzt in die Mitte gewechselt ist. Wollte Hofmann das wirklich so? Hat er spekuliert, dass Gebauer rausläuft vorzeitig auf einen erwarteten Flankenball? Drazan. Was auch immer er vorhatte. Und wieder sofort der Spielaufbau über links. Es
sehr gut nach hinten gearbeitet von Trimmel. Schreiner. Zum Stammspieler geworden in dieser Saison. Guter Ball, Nacho und Guem kommen nicht ran. Meilinger. Ball war schon hinter dem Tor, kommt mir etwas komisch vor. Denn der Ball landete am Ende auf der Querlatte und der hohe Ball kam von außerhalb, nicht direkt von der Grundlinie. Also wie hätte der Ball da draußen sein sollen? Ist mir irgendwie physikalisch nicht ganz klar, wie dem auch sei. Wurde abgepfiffen und es gibt Abstoß für Rapid. Geschoben von Riegler. Ja, um sich ein Bild zu machen, das, was Sie sehen, auch mit Fakten zu belegen. Fehlpässe, Ried 22%, Rapid 33%. Aber das liegt auch daran, dass Rapid versucht, schneller in die Spitze zu spielen, während Ried des Öfteren solche Pässe schlägt, wie jetzt Rieger zu Reifelshammer, Reifelshammer zu Rotpoler. Das macht sich natürlich gut in der Fehlpassstatistik, weil man da relativ wenig Fehlpässe produzieren kann, aber auch keinen Raum gewinnt. Gemacht von Schreiner, wieder Meiling. Also die zwei harmonieren gut auf der linken Seite. Da tut sich Rapid schwer, die zwei unter Kontrolle zu bringen. Ala. Kulowitz mit. Kulowitz für Burgstaller. Der erwischt den Ball noch rechtzeitig. Burgstaller. Ja, warum nicht? Option wäre gewesen, zurückzuspielen für Trimmel. In der Mitte wäre nur Deniala gewesen, umringt von vier Riegern. War schon gut, das gehört auch zu einem guten Stürmer, dass man den Abschluss sucht. Die Rapid-Fans in guter Laune, kein Wunder. Sie waren ja live dabei bei beiden Treffern, sie stehen direkt neben dem Tor, wo die Treffer der Hütteldorfer erzielt wurden. Burgstaller. Acic, gereift zu einem wirklichen Führungsspieler, nachdem ja die ganzen Führungsspieler abhanden kamen nach der letzten Saison. Bewusst und auch unbewusst. Zum Beispiel ein Oliver Glasner. Und da musste er schnell wachsen, schnell reifen. Foul von Rotpoler. Burgstaller mit dem Kopf zu Boden. Das meine ich mit der Position von Burgstaller, auch wenn die ganze Aktion nicht glücklich ausging. Aber Burgstaller kann sich in seiner Position viel besser und in weiteren Räumen bewegen als
Spitze, als Solospitze ist er dann doch relativ eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. Hacic, ein echter Allrounder, offensiv, defensiv, zentral, an der Seite, links und rechts. Das gibt Abstoß. Ja, Rietz, wenn gefährlich, dann über die Seite, aber nicht über diese Seite, die Schrammel abwehrt gegen Nacho, sondern über die linke Seite, vor allem wenn Meilinger zum Flanken kommt oder Schreiner, dann wurde es gefährlich für Rapid. Das Spiel der Rapidler anders angelegt, da versucht man es mit langen Bällen, mit flachen Bällen direkt in die Spitze. Das sehr erfolgreich bisher, denn die Rapidler führen immer noch mit 2:0 durch die Tore von Ala und von Burgstaller. Ja, was wäre wenn? Könnte sich in den Hintern beißen, Pichler, wenn dieser Patzer gleich zu Beginn in die Hose gegangen wäre. Pichler, der kurzfristig ausfiel gegen Sturm wegen eines Infekts. Beiden Elfer gegeneinander, der Rieder Elfer bleibt siegreich. Juhl. Nacho. Zweite Foul von Ziegel. Auf die gefährliche linke Seite, Schreiner. Gut dagegen gehalten von Schimmelsberger. Meilinger. Oh, fein gemacht. Sieht gut aus bei den beiden, vorbei an Trimmel und dann Kulowitz vor Nacho und vor Rieger. Das halbe Dutzend ist voll, dank dieses herrlichen Tricks von Meilinger und dann auch wie er leichtfüßig an Trimmel vorbeigeht. Das hat schon was und der Co-Trainer von Rapid schaut sich das Ganze von oben an und sieht jetzt den Anschlusstreffer durch Schul. Ja, das muss Paoli jetzt notieren. Da oben saß er und sah den Anschlusstreffer. Die Minute notiert Schiedsrichter Einwaller den Anschlusstreffer. Kein Zufall, Standardsituation. Das war schon ein mächtiger Kopfball, dass der Königshofer den Ball nicht festhalten konnte. Schul stand zur rechten Zeit am rechten Ort. Und sieht aber zur Belohnung noch die gelbe Karte wegen der Aufhandel um das runde Leder, gefiel Einwaller nicht. Naja, drei Tore in 40 Minuten, schön. Alles irgendwie so abgezeichnet. Die starke linke Seite bereitete den Treffer vor. Meilinger, der bisher stärkste Angreifer der Rieder, war direkt beteiligt
mit dem Eckball, mit der Ausführung. Burgstaller weicht auf links aus und Hatschitsch. Schramme, alles bis auf Königshofer in der Hälfte der Rieder. 4 Minuten geht's noch. Doch Peter Schöttl, jetzt aufgestanden von der Trainerbank, konnte sich nach der 2:0-Führung relativ relaxed das Spiel anschauen, sah aber sicher, dass die Rieder immer wieder über links kamen, und von den Standards hat er ja schon vor dem Spiel seine Mannen gewarnt. Ziegel mit dem Foul an Drazan. Marcel Ziegel. Muss aufpassen, dass er keine gelbe sieht, sonst muss er im nächsten Bundesligaspiel zuschauen. Hofmann. Zusammenspiel mit Aller. Doppelter Doppelpass. Und Abstoß. Nochmals der Eckball. Rottpuller springt hoch. Und Königshofer kann den Ball nicht festhalten. Kommt ziemlich frei zum Kopfball. Landet bei Burgstaller. Doppelpass mit Razan. Faires Tackling von Reifelshammer gegen Burgstaller. Hat die Kampfgelse um sich geschlagen. Deshalb gibt es Freistoß für Ried. Wird zuerst von Schul weggedrängt. Dann wehrt sich Kulowitz und tappt dann auch auf den nächsten Rieder drauf. Zwei Minuten geht's noch. Vielleicht gibt's noch eine Minute drauf. Unterbrechungen gab's nicht allzu viele. Lief alles ganz gut. Schul sieht Meidinger rechts. Nicht. Links meine ich. Er war ganz alleine. Am Ende bekommt er dann doch noch den Ball, aber da war der Winkel dann schon zu schlecht. Muss einen großen Schritt machen und dann geht die Kontrolle zum Ball verloren. Aber wirklich stark, was Meilinger über der linken Seite leistet. So hat er eigentlich über den ganzen Herbst hinweg gespielt. Dann kam plötzlich das dunkle, finstere Formloch im Frühjahr. Aber spricht ja auch für ihn, wenn er sich da wieder selbst aktiv herausarbeitet. Was für ein Rückpass von Schreiner. Eine Minute gibt's.
Und in dieser einminütigen Nachspielzeit befinden wir uns schon. Ein munteres Bundesligaspielchen mit vor allem drei Toren, die wir gesehen haben. Souveräne Führung mit 2:0 für Rapid. Das Ganze nach knappen 20 Minuten à la Burgstaller. Die Torschützen, dann schien Rapid das Spiel zu beherrschen. Und dann kam so nach einer halben Stunde plötzlich Ried immer besser ins Spiel, hatte einige gute Szenen. Noch ein Handspiel. Aber wird auf Foul entschieden. Also Handspiel war in jedem Fall da. Aber Schiedsrichter Einwaller entschied das Handspiel als Folge eines Fouls. Schauen wir hin. Hier das Foul, der Schubser, und da kam der Pfiff. Das Foul wird von Burgstaller gewertet und deshalb keine elfmeterstrittige Entscheidung. Einwaller bittet die beiden Mannschaften zum Pausentee. 2:1 führt Rapid, nachdem in der 39. Minute Schuld an der Anschlusstreffer gelang. Auch der war verdient, weil so einer halben Stunde dann Ried immer bessere Möglichkeiten vorfand, vor allem wenn es über links ging, Meilinger Schreiner, oder über Standards, vor allem über die Eckbälle, auch von der linken Seite getreten. Also da lag dann schon irgendwie das Tor in der Luft und der Vorbereiter, der beste Rieder, steht jetzt bei Ökünne. Vom neuen Schuhwerk einen besseren Stand. Zum Beispiel dieser Mann, der jetzt den Ball berührte, Hacic, der entscheidend wegrutschte beim ersten Gegentreffer. Hofmann, Schimbelsberger, Rieger vor Ala, Burgstaller, wieder zu Ala, die beiden Torschützen der Hütteldorfer im Zusammenspiel. Auch das Wechselspiel funktioniert, wenn sich Ala etwas fallen lässt, geht Burgstaller in die Spitze vor. Sehr beweglich, die beiden im Zentrum. Und entscheidend wird auch sein, wie Trimmel und Schimbelsberger die rechte Abwehrseite festigen, denn dort kamen die gefährlichsten Angriffe der Rieder zustande über Schrein und vor allem über Meilinger. Müsste dann unter Umständen, naja, er nicht, der Schweizer, er muss schauen, wie er möglichst den Ausgleich erreichen kann. Propartis Mittel, schauen, dass man Freistöße bekommt, Eckbälle rausholt im Standards. Und er müsste vielleicht Kulowitz als zentraler Mittelfeldspieler, als defensiver Mittelfeldspieler noch etwas rechtslastiger werden, um eben die Rieder links besser zu kontrollieren. Ziegel, viel Platz für Rieger. Und wieder der Ball nach außen. Meilinger, der sehr gut die Seitenlinie hält und damit Raum schafft, das Spiel auseinanderzieht. Schrammel, ja, ziemlich hoch mit dem Fuß. Am Kinn von Nacho, war sichtlich erschrocken. Drahtzahn, langer Ball für Burgstaller. Ja, so klärt man. Risikolos, Reifelshammer, gut gemacht. Wahnsinn, was der für eine Saison absolviert hat. Dann bald sein 50. Bundesligaspiel feiern. Beim nächsten Mal ist es soweit. Reifelshammer. Peter Schöttl, der gestern eine Art Geheimtraining noch veranstaltet hat, damit ja keiner der Spione etwas erkennen kann, wie die Formation am Ende dann aussehen wird.
Leute, ne? Hofmann. Und soweit für Burgstaller. Schon mit einem Sieg in der Tasche können Sie dann doch vielleicht ein kleines Gläschen Sekt geben zu seinem Geburtstag, zu seinem 23. auf der Heimfahrt. Denn cupmäßig ist man ja schon erlöst von diesen Aufgaben. Das heißt, nur mehr Bundesliga ist im Arbeitsplan drinnen. Und für einen Rapidler heißt es Teilzeitarbeit beenden. Es wird ein Wechsel geplant. Also wenn etwas geändert werden muss bei Rapid, dann ist es die linke Seite etwas, die Angriffsseite zu stärken. Da kommt leider nicht viel von Drazan. Wenn offensiv stark, dann meist über die rechte Seite, über die Trimmelseite. Acic, Hofmann stört gut. Ala Hofmann. Boah, der hat Selbstvertrauen. Der hat Selbstvertrauen. Fast jeder Schuss ein Treffer von Ala. 3:1. Machtlos. Gebauer. Es passiert ja nicht allzu oft, dass er 3 Gegentore kassiert. Und wieder Hacic Ausgangspunkt. Lässt sich den Ball abjagen an der Mittellinie von Hofmann und Ala zielt genau. Da passt kein Löschblatt hinein. Bitter für einen Torhüter. Am heutigen Tag 50 Minuten gespielt und Gebauer hat noch keinen einzigen Ball zu halten bekommen. Bei allen Treffern war er machtlos. Und zuletzt ist es ihm passiert, auch gegen Rapid, im Februar, war das beim 0:4 in Hütteldorf, aber das Ganze schon vor 4 Jahren. Und dann nochmals in Mattersburg, das war in der aktuellen Saison. Ansonsten das Prunkstück der Rieder, die Defensive, aber die wackelt. Tja, bitte, zweimal Hacic. Mit beteiligt. Da haben wir ihn so gelobt vor dem Spiel. Über seine Nationalteam-Pläne gesprochen und dann passiert ihm so ein Match. Der Wechsel, ja, nicht unerwartet. Nicht unerwartet, auch Peter Schöttl möchte da etwas mehr Bewegung und auch Schiedsrichter Einwaller möchte mehr Bewegung von Drazan sehen. Der sieht für den Schneckengang die gelbe Karte, Drazan enttäuscht und Grozurek kommt neu ins Spiel, war ja zuletzt auch gegen Sturm dabei. Ja. Es läuft einfach nicht gut, aber er hat sich wieder zurückgekämpft, sagt Peter Schöttl, durch gute Trainingsleistungen. Nur heute im Spiel lief es nicht optimal. Burgstaller, Riegler dazwischen, Eckball für Rapid. Zweiter Eckball. Wer schon Hofmann kommt,
dritten Treffer vorbereitet. Unglaubliche 26 Scorerpunkte, wenn man Tore und Torvorlagen zusammenzählt, hat er schon insgesamt gemacht in den Spielen gegen Ried. Und jetzt Hofmann bei Meckball. Schrammel nimmt Maß. Erwischt aber das Schienbein zum Abschluss. Auch noch natürlich nicht so weit, wie er damals war. In Ried nochmals der Treffer. Ja, wenn's lafft, dann lafft's. Dann kann man eigentlich alles machen. Hat er so lange dazu benötigt, um endlich zu treffen, aber dann gelang das. Und heute macht er den nächsten Schritt. Ihm gelingt der erste Doppelpack für Rapid Denis Ala. Er wäre ja auch verrückt gewesen. Hat ja 26 Tore mit den heutigen beiden 28 Tore schon erzielt. Er kann ja nicht nach Kapfenberg verlernt haben, wie man Tore macht. Hoppala! Hat sich Königshofer etwas verschätzt. War so nicht geplant von Nacho. Die Schwerkraft des Balles zieht ihn ganz schön runter. Hofmann. Gehalten wird Ala von Schreiner. Und der müsste auch gelb sehen. Ja. Gelbe Karte für Schreiner. Und Schreiner hält oder hielt aktuell bei 4 Gelben. Das heißt, er ist gesperrt beim nächsten Mal. Schempelsberger, Trimmel. Und Burgstaller. Oh, den trifft er schlecht. Wieder mit der Innenseite gespielt. Aber nicht so gut getroffen. Wie beim zwischenzeitlichen 2:0. Foul von Schrammel an Ziegel. Zieht sich wieder zurück. Rotpola für Nacho. Verfolgt von Grozurek. Riegler. Aber Räume finden. Nicht so einfach für die Rieder. Wieder Riegler. Rotpuller. Ein Zeichen, dass Rapid gut steht. Meilinger, nur kurze Ballberührung. Wer erwischt den zweiten Ball? Am Ende Königshofer. Ja, da machen sich jene Spiele bezahlt, die viel gescholtenen 0:0, aber da hat man ja auch defensiv immer gut gestanden, sonst hätte man ja Gegentreffer hinnehmen müssen. Und das muss erst recht gut laufen, wenn man nach knapp einer Stunde mit 3:1 vorne liegt. Rieger. Schreiner. Schuli kommt nicht ran. Schrammel humorlos, haut einfach die Kugel raus, damit die Viererkette aufrücken kann. Rapid beobachtet mit viel Interesse, was Ried da macht. Peter Schöttl
immer wieder nicht lautstark, kleines Handzeichen zum Beispiel, Formationen enger zusammen. Damit weiß dann die Mannschaft Bescheid. Hat ja lange gebastelt an der Idealzusammenstellung seiner Mannschaft, aber sie wird immer perfekter. Positionen der Neuzugänge mussten gefunden werden, die Position für Hofmann musste gefunden werden. Es scheint so, als ob sich jetzt wirklich eine Stammelf gefunden hätte. Schrammel, Endstation Rottbuller, dann hilft Hofmann hinten aus, Zurek, Burgstaller. Durch die Beine von Rottbuller, Schupferl auf Alla, etwas zu hoch. Rottbuller Kopfballsieger gegen Burgstaller. Schrammel, gut gelöst, schön gemacht. Burgstaller, Ala. Funktioniert sehr gut, dieses Zusammenspiel der beiden offensivsten Rapidler. Tja, was ist da noch im Kopf der beiden Trainer, Angerschmidt und Schweizer? Tja, der ging nicht nur übers Tor, dieser Ball, sondern auch übers Stadion raus. Oh, da gibt es kein böses Wort, sondern wieder dieses Zeichen, enger zusammen, sprich Viererkette, Mittelfeld. Da sollen die Abstände eng gemacht werden und das machen sie auch gut. Das merkt man ja auch am Spiel der Rieder, die zwar viel mehr Ballbesitz haben, aber nicht wirklich Anspielstationen zu finden. Das fällt den Riedern sehr schwer. Schon im Mittelfeld schwierig, geschweige denn in der gefährlichen Zone, so am 16er. Ziegel. Reiner, UM gegen Sonnleitner wird gehalten und es gibt Freistoß. Freistoß, ich nehme mal an, Hacic wird sich diesen Ball schnappen mit dem Wissen im Hinterkopf, dass er bei 2 Gegentoren mitbeteiligt war. Auf der anderen Seite Hacic, der bei 6 Treffern hält, hat 5 von diesen 6 Toren aus Standards erzielt. Und so wie es aussieht, ist ihnen was Spanisches durch den Kopf geschossen, Angerschmidt und Schweizer. Den Carril macht sich bereit. Wer schießt? Doch nicht Hacic, sondern Nacho. Das wird Stefan Reiter auch ärgern. Der rutscht auch weg. Auch falsches Schuhmaterial. Carril nach seiner Meniskusverletzung musste er lange passieren, saß aber schon gegen Salzburg erstmals auf der Bank. Dann raus muss Hacic. Ganz schwache Zweikampfwerte bei Hacic, ganz ungewohnt. Nicht einmal ein Viertel seiner Zweikämpfe konnte er gewinnen und war direkt beteiligt an 2 Verlusttreffern. 2 Ballverluste, einmal weggerutscht, einmal ließ er sich den Ball von Hofmann abnehmen. War nicht sein Tag heute. Und zurück rein zu Burgstaller. Nacho, Schuli, Sonnleitner wird gefoult von Guillem.
auch nicht seine Saison, wenn man bedenkt, dass Graham letztes Jahr 9 Tore erzielte in der ganzen Saison. Dieses Jahr hält er bei aktuell 2 Treffern. Hat ihm Casanova den Rang abgelaufen, der aber heute nur zweite Wahl ist. Tja, nachdem es draußen sowieso viel zu heiß ist, können Sie gleich am Fernseher sitzen bleiben. Interessante Gäste bei Talk und Tore. Der Salzburg-Trainer Manuis, der Ex-Co-Trainer Michi Streiter, als jetziger Tabellenführer der Regionalliga Ost, zeigt er, dass er ein guter Trainer ist. Und dazu Harry Weber. Foul von Pichler. Steigt in den Körper von Karil. Na, schon ein bisschen weit für einen Direktschuss, aber so wie es aussieht, Meilinger hat ja das Schießen nicht nur in Salzburg, sondern auch beim Bundesheer gelernt. Und da sind solche Entfernungen ein Klacks. 30 Meter, trifft aber Burgstaller. Foul an Pichler. Vor Schrammel. Lovitz vor Schuli. Hofmann. Oh, haben sie die Mauer zugemacht. Oh, Hofmann zeigt auf. Liegt da, ist da voll aufgelaufen. Auf 3 Rieder. Ist ihm mit Sicherheit mal die Luft weggeblieben. Eingeklemmt zwischen Ziegel und Rieger. Und auch Meilinger war dabei. Auf einmal war die Tür geschlossen. Für Hofmann. Sehr ruhig, sehr besonnen. Auch bei seinen Entscheidungen, Peter Schöttl. Lieber noch einmal darüber sprechen. Berät sich mit seinen Mitverantwortlichen, schaut nochmals nach, wie geht's Hofmann, und wird wahrscheinlich in erster Linie ihn fragen, ob es noch geht oder nicht geht, um dann seine Entscheidung fällt. Pfiffe der Reed-Fans, weil sich Hofmann so lange Zeit lässt beim Rausgehen, aber so wie der geht, kann er auch nicht viel schneller gehen. Wenn ich das richtig deute, wird Hofmann wieder zurückkommen. Bewegt sich auch schon Richtung Mittellinie. Jetzt kommt er, damit Rapid wieder komplett. Meilinger. Siegel. Hofmann kommt der Möglichkeit. Alan muss es alleine machen, denn mitkommt vorerst einmal keiner. Jetzt erst Burgstaller. Und er macht es auch alleine. Und Burgstaller, um Gottes Willen. Handspiel, Handspiel, Handspiel. Und da glaube ich, liegt er nicht falsch. Nicht beim ersten, sondern beim zweiten Mal, weil sich Peter Schöttl da aufregt. Super gemacht von Alan. Mit Gefühl.
Und da hat er alle Zeit der Welt. Und jetzt fällt ihm der Ball an die Hand. Und deshalb der Nachschuss, der nicht mehr korrekt war, nicht mehr zielt. Was für eine dicke Chance für Burgstaller. Jetzt wäre alles gegessen und getrocknet gewesen. So aber müssen die Hütteldorfer doch noch weiter zittern. Geht noch 22 Minuten das Ganze. Da hat er alle Zeit der Welt gehabt. War gar nicht notwendig, dass er den ersten Ball gleich direkt nimmt. Burgstaller so allein war da. Aber das kam. Ried setzt alles auf eine Karte und es wird nicht die letzte Konterchance gewesen sein, die sich auftut für die Rapidler. Die müssen sie nur konsequent nutzen. Dann können sie das Spiel vorzeitig entscheiden. Und solange sie das nicht tun, können die Rieder hoffen, doch noch zumindest zum Ausgleich zu gelangen. Er spielt jetzt so, wie man ihn kannte, von Kapfenberg unbeschwert, traut sich was zu, war verkrampft in den ersten Spielen für Rapid. Denny Ala. Es geht nicht spurlos vorbei an einem jungen Spieler, wenn man weiß, dass da einiges Geld im Umlauf war. Eine Drucksituation, die er so vorher nicht kannte. Rapid steht jetzt wieder etwas höher, beginnt wieder früher zu attackieren. Und was auch auffällt, den Rapidlern ist es gelungen, die starke linke Angriffsseite der Rieder jetzt besser in den Griff zu bekommen. Weg. Also normalerweise, wenn Gästespieler so Probleme haben mit dem Rasen, dann kann man sagen, okay, sind sie nicht gewohnt, aber die Rieder sollten eigentlich schon wissen, welche Schuhe, welche Stollen man trägt bei so einem Rasen. Kari trifft Pechler. Nacho. Jetzt viel besser zur Geltung. Wieder ein gefährlicher Ball. Und wieder fliegen Schul und Guillem am guten Flankenball von Nacho vorbei. So eine Möglichkeit kann man schon ein Tor machen. Schul hatte die bessere Möglichkeit als Guillem. Der springt keinen Zentimeter hoch. Gefault. Wirklich tolles Comeback vom Kapitän. Hat die meisten Ballkontakte aller Rapidler, also wird gesucht und gefunden wie eh und je. Aber was auffällt, und das ist ja dann noch mehr sein Verdienst, hat kaum einen Zweikampf verloren. Umsichtig wie immer. Zwei Tore vorbereitet. Noch weitere Vorlagen für Abschlüsse kreiert. Der nächste Wechsel. Casanova kommt für Guillem.
Und auch Lexer wird kommen. Lexer wird kommen. Und zwar für den für mich überragenden Mann der ersten Hälfte, für Meilinger, der aber in der zweiten Hälfte von Schimpelsberger und Co. entschärft wurde. Da war dann eher die rechte Seite stärker. Lexer kommt, spielt auf seiner angestammten Position, nämlich rechts. Nacho wechselt hinüber auf links. Die Abschiedstournee von Lexer. Schuli zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Es ist ein Wahnsinn. Und Peter Schöttl möchte die Defensive stärken. Aufregung, weil einige Rieder Hand reklamierten. Was gibt's jetzt? Es gibt nicht einmal den vorher angekündigten Eckball. Nochmals, Schuli zum ersten und das war Königshofer und entschieden wurde hier offensichtlich auf Foulspiel oder das eher, ja hier hinten, Nacho hält, Nacho will den Weg wegdrücken, hält Schimpelsberger fest und deshalb der Freistoß für Rapid. Prager kommt, Steffen Hofmann geht, gelungenes Comeback und wenn man so lange nicht gespielt hat, dann reichen auch 75 Minuten. Applaus zur Rapid-Ecke, damit die Rapidler einen Tuck defensiver mit Prager, der mit Schiene spielt. Der befürchtete Kammbruch stellte sich als Fehldiagnose heraus, hat auch mittrainieren können in dieser Woche. Casanova gibt den Ball weiter zu Nacho. Und jetzt gibt es die gelbe. Die gelbe Karte für Trimmel. Foul am Nacho. Und auch für Trimmel mit Folgen. Auch er erhält die fünfte gelbe Karte. Ja, ohne Wenn und Aber. Sogar der Tritt nicht nur festgehalten, sondern Tritt Nacho von hinten in die Wade, Freistoß für die Rieder. Wie lange geht's noch? 13 Minuten. Ja, noch ist der Sieg nicht in trockenen Tüchern. 3:1, zwei Tore Vorsprung, aber ein Tor und dann kann plötzlich eine Lähmung eintreten, wenn man dann unbedingt gewinnen möchte. Man macht den Gegner stark, in diesem Fall die Rieder. Umgekehrt wird man selber dann etwas unsicher. Deshalb wäre es aus Rapid-Sicht sehr wichtig gewesen, die tolle Chance von Burgstaller, diese Tausender zu verwerten. Nacho
Und da ist er. Da ist der Treffer. Da ist der Treffer. Und das werden noch zickige 12 Minuten. Ried ist zurück. Nacho, der Torschütze. Auch beim 1:1 in Ried war er der Ried-Torschütze. Schrammel kommt zu spät. Hat zwar auch Glück, weil viele Beine da im Wege standen. Umgekehrt für Königshofer schwierig, weil er den Ball sehr spät sieht. Spiel auf der anderen Seite. Rapid löst jetzt die Defensive auf und versucht wieder weiter nach vorne zu kommen. Uihu macht sich bereit. In der Zwischenzeit gelbe Karte für Riegler. Fünf Tore, sehr unterhaltsam. Und das Spiel noch lange nicht entschieden. Genialer. Burgstaller direkt, dann Sonnleitner noch mit der Zehenspitze dran. Und es gibt trotzdem Eckball. Also muss dann am Ende noch eine Fußspitze eines Rieders mit dabei gewesen sein. So, der Wechsel. Der Wechsel. Noch ein Ex-Rieder kommt mit Nuiu. Verabschiedet wird das Geburtstagskind Burgstaller. Ein Tor hat er gemacht, aber ein wichtiges aus Rapid-Sicht nicht gemacht. Das wäre einfacher gewesen, dieses Tor zu machen. Und er hatte darüber hinaus noch eine gute Einschussmöglichkeit vom 16, als er den Ball nicht gut traf. Gegen Rotpuller. Guter Antritt von Grotzurek. Sucht es selbst aufs kurze Eck. Schempelsberger vor Lexa. Freistoß. Holt sich Pickel noch mal her, schützt sich der Einwaller. Ziegel. Und will ich aufregen jetzt für Peter Schöttl. Zum zweiten Mal ein 2-Tore-Vorsprung, der verspielt wurde. Casanova, Karel und Eckball. Eckball für die Rieder. Alarmstufe Rot für Rapid. Denn beide Treffer fielen aus Eckbällen. Beide Treffer für Ried. Lexa. Und da kommt schon wieder einer. Daher gesegelt, Casanova. Kann auch uncharmant sein, wenn es um Gegner geht, wie heute eben gegen Rapid. Hält aktuell bei 6 Treffern Casanova. Verlängert.
trägt das Bein von Juli. Hätte man auch geben können. Was gibt's? Einwurf. Das war eine Kompromisslösung. Foul von Reifelshammer wird jetzt entschieden. Jetzt kommt Hektik auf. Bei Rapid hat sich taktisch etwas verändert. Nuiu nimmt die Position von Ala ein als Spitze und Ala bleibt so die verkappte zweite Spitze auf der Position, die vorher Burgstaller inne hatte. Sechs Minuten. Trimmel. Bulowitz. Reifelshammer. Lexa. Sofort kommt Mozurek rüber auf die Seite. Wieder Spielverlagerung von Lexa. Schreiner versucht, Schuli ins Spiel zu bringen. Für Rapid geht es jetzt nicht mehr um einen Schönheitspreis in den letzten fünf Minuten, sondern egal wie. Die drei Punkte müssen gemacht werden, wenn man im Titelrennen bleiben möchte, um sich keine Chance zu vergeben. Gut gesehen von Reifelshammer, den Passweg geahnt von Ala. Der heute wirklich ein saustarkes Spiel macht. Nicht nur der zwei Treffer wegen, sondern auch immer wieder für spielerisch gute Elemente sorgt. Zurück. Das hat der junge Mann herausgefordert. Mehr wollte er gar nicht, als dass Ziegel ihn irgendwann zu Fall bringt. Nimmt Kozurek die Einladung zu Boden zu gehen, dankend an. Ala in Abwesenheit von Burgstaller und Hofmann, auch der Mann für den ruhenden Ball. Wird schon mehr Nachspielzeit geben als nur eine Minute wie nach der ersten Hälfte. Gemacht von Schimmelsberger, der früh attackiert. Nuiu bringt den Ball nicht zu Praga. Der mitgelaufen ist Lexa. Rotpola. Foul von Praga, der sieht gleich bei dieser Aktion gelb. Die Zweikämpfe hat er noch nicht bestritten, seit er eingewechselt wurde. Aber gestrecktes Bein hat zur Folge, dass man eben Geld sieht. Nacho fühlt sich wohler auf der linken Seite, scheint mir. Trimmel. Einwurf für Ried, sagt Assistent Altmann. Er war ja auch der Coach beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in Hütteldorf bei der 0:1-Niederlage. Da vertrat er den damals erkrankten Paul Gludowatz. Und dann zwei Wochen später sowieso Cheftrainer zu werden. Karel. Das Spiel in diesem Fall falsch gelesen. Gelb-Rot. Prager geht. Ach, das war ein toller Einsatz. Prager geht. Ja, aber das war keine Gelbe.
Also die zweite gelbe war schon hart. Die erste, okay. 12 Minuten Arbeitszeit, zweimal gelb. Zwei Zweikämpfe, zwei Fouls, zwei gelbe Karten. Ein toller Arbeitstag. Toller Arbeitstag von Thomas Prager. Mit einem Mann weniger, aber auch das ist ja nichts Neues für die Hütteldorfer. Wenn es gegen Ried geht, geht es in die Endphase. Peter Schöttl gefällt es überhaupt nicht, dass sich die Viererkette so schnell nach hinten orientiert, möchte, dass da doch weiter raus attackiert wird. Ja, weil es immer gefährlich ist, wenn sie Richtung 16er kommen. Reifelshammer jetzt nicht mehr Abwehrchef, sondern der geistert vorne als zweiter Stürmer rum. Casanova bleibt hängen. Sehr cool gemacht von Sonnleitner. Kulowitz könnte Sonnleitner auf die Reise schicken. Schickt er auch. Sonnleitner. Und der Ball, naja, für einen Verteidiger keine schlechte Rückgabe. Gegenangriff. 3 Minuten Nachspielzeit. Die werden sicher nicht langweilig. Überhaupt dieses Spiel sehr aufregend war über die 90 Minuten. Noihu, jetzt Abwehrchef, ist mit nach hinten gegangen, um Reifelshammer zu beschatten. Wichtig für Ried, dass die Flanke kommt. Wichtig für Rapid, Flanke zu unterbinden. Schrammel zum Seitenout. 30 Sekunden sind vorbei. So, Schiedsrichter Einwaller fordert den Ball. Es gibt Schiedsrichterball. Gebauer. Ball abgewehrt. Hinten nur mehr Ziegel als letzter Mann. Der nächste hohe Ball. Immer wieder wird Reifelshammer gesucht. Das gibt aber Abstoß. Eineinhalb Minuten noch. Gute eineinhalb Minuten. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Schluss ist dann, wenn Schiedsrichter Einwaller den Schlusspfiff ertönen lässt. Königshofer, zweimal geschlagen, aber auch zweimal ohne wirkliche Abwehrchance. Erstmal harter Kopfball von Rotpuller, den er zwar abwehren konnte, aber den Nachschuss von Juli nicht mehr. Und dann der Nacho-Schuss, der durch viele Beine ging ins lange Eck. Lexa. War nicht hoch genug. Die letzte Minute läuft. Nochmals Lexer, legt sich den Ball zu weit vor. Ala will das spielerisch lösen. Casanova verfolgt von Kulowitz und das gibt Abstoß. Das könnte reichen. 30 Sekunden noch. Wäre die 10. Saisonniederlage für die Rieder, schon die 7. im Frühjahr. Es ging arg viel für die Rieder nach dem tollen Herbst. Es ist vorbei. Schiedsrichter Einwaller beendet eine dramatische Begegnung mit insgesamt 5 Treffern. Und die Rapid-Fans, die werden ziemlich durstig sein nach diesen 90 Minuten. Gab es viel zu schreien, viel zu zittern. Burgstahler, das Geburtstagskind,
hat es noch einmal spannend gemacht. Hätte er getroffen, dann wären die Rapidler schon längst aller Sorgen los gewesen. So aber blieb es spannend, weil die Rieder wieder mal bewiesen, dass sie aus Standards einfach gefährlich sind. Am Ende hat es zu keinem Punkt aber gereicht für die Rieder. Kein Beinbruch am Ende, denn ich glaube, noch wichtiger als das heutige Spiel ist eben jenes am Mittwoch gegen die Wiener Austria. Und da hat man dann konkrete Möglichkeiten, in zwei Spielen sich international zu qualifizieren. Meisterschaftsmäßig ist der Zug für den Meistertitel sowieso schon abgefahren. Und ob man es noch innerhalb der Meisterschaft für einen Europacup-Platz packt, da müssen auch die anderen mitmachen. Basala in Zivil, auch er verletzt, nicht einmal auf der Bank heute. Aber es war ein unterhaltsames Spiel. Die zwei kennen sich aus alten Red Bull-Zeiten. Picher und Rieger, zwei Spieler, die den richtigen Weg gewählt haben. Raus von den Juniors, dann den nächsten Schritt, Picher zu Wacker Innsbruck. Sich da entwickelt, neben Iñaki Bea, jetzt Stütze bei Rapid. Und so ist der Weg Schritt für Schritt nach oben gegangen. Rapid bleibt dran an Salzburg. Und das wird natürlich ein absoluter Knüller, wenn diese beiden Mannschaften nächste Woche aufeinandertreffen werden. Da wird wohl die Meisterschaft vorentschieden, zumindestens. Wenn Salzburg gewinnt, dann wird den Salzburgern der Titel nicht mehr zu nehmen sein. Auf das freuen wir uns. Unterhaltsam, das beweist auch die Statistik. 19 zu 12 Torschüsse, auch aufs Tor ähnlich viele Flanken. Das war ganz deutlich zu sehen. Ried über die Seite, vor allem als Meilinger noch gut im Spiel war. Dann später auch mit Nacho, zweite Hälfte. Insgesamt, obwohl es viele gelbe Karten gab, auch eine gelb-rote, war es keine unfaire Begegnung. Alles in allem mit viel Unterhaltungswert. Ein wichtiger Sieg für Rapid im Kampf um den Titel. Eine Niederlage, die zwar wehtut für die Rieder, aber die nicht unbedingt lebensbedrohlich ist. Da ist sicher Mittwoch dieser Tag noch wichtiger. Für mich einer der überragendsten Spieler. Erster Doppelpack in der Bundesliga. Der steht jetzt bei Jörg Hünne. Deni Aller in Ried. Drei Niederlagen, noch kein Tor erzielt. Das war bis vor 90 Minuten. Deni, wie gern schreiben Sie Geschichte neu? Ja, es war sehr wichtig für uns, die drei Punkte, weil Salzburg gestern abpunktet hat. Und es war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wie sind Sie denn zustande gekommen, diese drei Punkte? Ja, ich glaube, dass wir am Anfang sehr gut gespielt haben. Unsere Chancen auch genutzt haben, einmal. Und dann haben wir uns, glaube ich, zweit eindrängen lassen. Hat nur mehr Ried gespielt. Ja, und zweite Halbzeit machen wir das 3-1 und dann spielt auch fast nur Ried und das darf uns nicht passieren. Waren so viele Tore eingeplant, weil notwendig waren sie letztendlich? Ja, es ist immer wichtig, dass man ein Tor mehr schießt als der Gegner, aber gegen Salzburg dürfen wir hinten nicht so nachlässig spielen. Deni, Ihr Herbst bei Rapid war eigentlich zum Vergessen. Haben Sie den Herbst schon vergessen dort? Nein, das gehört dazu zum Fußball. Der hat mich stärker gemacht und ja, jetzt passt's. Wie stark sind Sie? Ja, heute war es in Ordnung. Danke. Sehr stark die Gesamtbilanz. 7 Tore hat er jetzt insgesamt erzielt für die Rapid. Ja, und spannend hat es eigentlich Burgstaller gemacht. Hätte er, ja, dann wäre die Drangperiode der Rieder sicher nicht mehr so stark ausgefallen. Oder hätte der Fehler von Harry Pichler gleich nach 8 Sekunden zu einem Treffer für die Rieder geführt? Ja, was wäre dann gewesen? Viele Wenn und Abers in so einem Spiel. Aber am besten kann Harry Pichler ja diesen 8-Sekunden-Schreck selbst beantworten. Ja, vor allem auch ein Wieso. Wieso war denn alles in allem Harry Pichler da hinten bei Rapid heute sehr wenig in Ordnung? Ja, es ist schwer, wenn der Gegner mit vielen langen Bällen spielt. Waren wir nicht so richtig auf die zweiten Bälle drauf und ja, deswegen ist er hin und wieder bremslich geworden. Wann hat denn Ihr Spiel heute begonnen? Nach 8 Sekunden circa? Ja, nach 8 Sekunden. Ja, nein,
muss ihn gleich weiterleiten hinter zum Königshofer, nicht gleich den Seitenwechsel probieren. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Auch wenn es die Offensive heute gerichtet hat, wie ist die Reaktion zu bewerten, die Reaktion auf zwei Unentschieden zuletzt hintereinander? Ja, ich glaube, dass heute der Sieg ganz wichtig war für uns. Und ja, wichtig ist, dass unsere Stürmer getroffen haben. Die werden nicht zu oft kritisiert, schon in der Saison. Und, ja. Nehmen Sie den Meistertitel wenigstens? Ja, wir nehmen ihn gern. Was kann man denn alles machen aus eigener Kraft, außer Radlfahren? Ja, Spieler gewinnen. Es ist jetzt die Zeit, wo nur noch die drei Punkte zählen. Jetzt kommt Salzburg und auf das werden wir uns jetzt vorbereiten. Ja, was erwartet uns denn da? Machen Sie uns einen Vorgeschmack auf diese Partie heute in einer Woche. Ja, viel Kampf, viel Leidenschaft und ja, der Rest, das wird man sehen. Und von Sekunde 1 an. Ja, ich hoffe diesmal von Sekunde 1. Danke. 5 Tore in Ried und der Sieger heißt Rapid. 3:2 gewinnen die Wiener im Innviertel in der Keine-Sorgen-Arena gegen die SV Ried. Der Jubel der Spieler nach Spielende bei den Rapid-Fans. Wir sind zurück hier in Ried, gemeinsam mit Andreas Herzog, unserem Sky-Experten. Letztlich, wie verdient der Sieg für Rapid oder ist überhaupt verdient? Ja, verdient hin und her. Es war ein wichtiger Sieg für Rapid. Ich glaube, dass sie Rapidler die groben Fehler von den Riedern in der Defensive besser ausgenutzt haben. Durch das haben sie das Spiel dann schlussendlich auch verdient gewonnen. Das Spiel hätte 4-5-1 ausgehen können, wenn der Guido Burgstall als 4 einschießt. Andererseits waren die Rieder auch immer wieder so gefährlich, dass sie auch jederzeit ein Tor schießen hätten können. Und dann hätte das Spiel zumindest auch unentschieden ausgehen können. Also es war eigentlich ein Spiel, ein sehr unterhaltsames Spiel, aber auch geprägt von den einen oder anderen Fehlern in der Defensive. Ja, und diese Fehler waren dann, Andi, auch ausschlaggebend für die Treffer, schon in der ersten Spielhälfte. Etwa beim 1:0, als Anel Hadžić nicht seinen ersten Fehler an diesem Nachmittag sich erlaubt hat, verliert hier einfach den Ball, weil er wegrutscht. Und Kulowitz mit einer Top-Vorlage für Deni Ahler, der mit dem 1:0 nach 12 Minuten. Ja, das ist auch dann für die anderen Riederverteidiger gar nicht zu verteidigen. Hier sieht man, sie stehen sehr breit, weil sie ein Spiel eröffnen wollen. Rutscht Hadžić aus und dann macht es Kulowitz perfekt. Wartet lange, Ahler geht in den richtigen Augenblick, in den richtigen Raum. Der Pass kommt perfekt, Abschluss durch die Beine bei Gebauer. War perfekter Konter, natürlich ein Geschenk, der Ballverlust. Ja, Stefan Reiter hat sich in der Pause beschwert über die Spieler, die offensichtlich nicht informiert waren oder nicht gewusst haben, dass hier der Rasen noch rutschig ist, wenn er schon vorher gewässert wird. Verständlich? Ja, es muss jeder Spieler selber wissen, aber ich glaube, dass einfach das jetzt in den letzten Jahren überhand genommen hat, dass die Schuhe halt immer moderner, immer bunter werden, aber dass die Eisenstoppeln nicht mehr so sind wie früher. Früher hat man halt mit Alustoppeln viel mehr Halt gehabt, da waren weniger Stoppeln drauf, dafür ein bisschen länger und da hat es andere Situationen gegeben. Ja, in dieser Situation also eher unglücklich. Die Vorstellung von Anel Hadžić, 19. Minute dann der zweite Treffer für Rapid aus einer Standardsituation, sieht man auch selten, der Einwurf und dann, wir haben es auch schon in der Pause angesprochen, die kollektive Lethargie, wenn man so möchte, bei den Rieder Defensivspielern und Burgstaller macht zu seinem 23. Geburtstag das 2:0. Ja, darf nie und nimmer passieren, dass eben der Daniel Ahler zum ganz locker zum Ball kommt, spielt dann zurück am Hoffmann und dann kommt eben der Burgstaller auch wieder zum Schuss, wobei die Rieder vielleicht schon froh waren, dass der Ball nicht direkt vor das Tor gespielt wird, sowas eigentlich ein Schuss von 20, 22 Meter, den hat der Guido Burgstaller sehr, sehr gut getroffen ins kurze Eck, aber es der war einzige, trotzdem... Der Einzige, den er gut getroffen hat. Der Einzige. In der zweiten Hälfte waren ja einige ja, weit hat er hat ein paar Schussmöglichkeiten gehabt, hat ein paar versemmelt, aber ja, trotzdem ist er immer wieder da. Er ist sehr, sehr gefährlich, hat eine Dynamik, kann kurz trippeln und das ist bei einem Auswärtsspiel auch ganz wichtig. Ja, und dann ist es noch vor der Pause spannend geworden durch den Anschlusstreffer nach einer Standardsituation. Wie schon so oft, die Rieder, die gefährlichste Mannschaft nach Standards, zeigt das auch heute. Bei beiden Toren war nämlich die Ecke der Ausgangspunkt. Hier nach dem Kopfball von Rothbuller kein Abseits, Robert Schul mit dem 1:2. Ja, bei Standardsituationen in der Luft war Rapid heute den Rädern ganz klar unterlegen. Hier sieht man, dass ganz, ganz knapp war. Guter Kopfball von Rothbuller. Schule steht richtig und haut den Ball dann nur über die Linie drüber und dann ist es nochmal richtig spannend geworden. Am Ende, was werfen Sie den Riedern vor, warum es heute nicht einmal zu einem Punktgewinn gereicht hat? Ich möchte gar nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben, aber sie haben einfach Fehler gemacht. Ich meine, wir haben vor dem Spiel in Anel Hadžić sehr, sehr gelobt, weil er wirklich ein sehr guter Spieler ist, aber heute hat er zwei Böcke geschossen. Das hat der Mannschaft auch das Genick gebrochen. Ja, dann hören wir am besten die Analyse von Gerhard Schweizer. Mit viel Optimismus ist er heute in dieses Spiel gegangen und jetzt gibt es die zweite Heimniederlage, die dritte insgesamt in Folge für die SV Ried, Jörg Kühne. 2:3 am Ende gegen Rapid. Wie ärgerlich, Gerhard Schweizer, ist denn das Ganze, zumal Rapid heute gar nicht gut war, eigentlich zu knacken gewesen wäre? Ja, ich denke, wir haben zwei Geschenke heute verteilt, die Rapid sehr gerne angenommen hat. Wir haben doch alles versucht. Ich denke mal, vor der Halbzeit war vielleicht sogar der Ausgleich auch noch möglich gewesen.
mit der einen oder anderen Chance. Gut, nach der Halbzeit mit diesem 1-3 anfangen war wieder sehr bitter. Aber ich denke mal, nachher kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht. In der Offensive, glaube ich, waren wir auch heute okay. Gut, die Geschenke darfst du nicht verteilen. Wenn Rapid das dankend annimmt, kannst du nur verlieren. Haben Sie die richtigen Schuhe an? Ja gut, es war auch in der Halbzeit ein kurzes Thema. Aber es ist oben ein bisschen seifig gewesen, unten hart. Und die Spieler waren mit Stollen unterwegs. Aber gut, was soll ich machen? Mit Schuld dran? Ja, ich kann jetzt nicht die Spieler auch noch die Schuhe anziehen. Also, Tatsache ist, dass er ausgerutscht ist, dass einige am Boden gelegen sind. Ich glaube auch von der Rapid-Seite. Aber gut, das ist der Fußball. 12 Punkte haben Sie in diesem Jahr gemacht. Wieso ist 2012 noch nicht so das Jahr der SV Ried? Na gut, wenn wir 22 Punkte hätten, glaube ich, waren wir ganz vorne. Nicht? Das stimmt. Das stimmt, das war interessant. Nicht? Nein, man muss auch heute wieder sehen, wer am Platz gestanden ist. Wir haben momentan 13, 14 fitte Spieler, das ist okay. Wir haben wiederum mit sehr vielen Österreichern gespielt, das ist auch in Ordnung. Der Weg passt. Hätte uns die 44 Punkte irgendwer im August gesagt, hätte ich gesagt, danke. 4 Punkte fehlen auf den dritten Platz, 4 Runden noch zu spielen. Wie viel ist denn passiert nach dieser Runde? Ja, passiert. Wir haben keine Punkte gemacht, also können wir weiter nach vorne kommen in der Tabelle. Ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig der Mittwoch. Mittwoch können Sie keine Punkte machen, was muss denn da passieren? Was passieren muss, dass wir eins mehr schießen wie die Austria. Und aufsteigen und Cupsieger werden. Aufsteigen nochmal ins Finale und dann schauen wir wieder weiter. Vielen Dank. Ja, klar ist natürlich, dass der Titel verteidigt werden soll im Pokal für die SV Ried. Aber Fakt ist, ich habe es vor dem Interview von Gerd Schweizer angesprochen, man hat gegen die Austria zu Hause verloren, heute gegen Rapid, dazwischen auch in Salzburg gegen die sogenannten Großen, hat es heuer im Jahr 2012 nicht ganz gereicht. Warum? Ja, wenn man das heutige Spiel als Maßstab nimmt, ist schon so, dass man ebenbürtig war, meiner Meinung nach. Also man hat ja auch 3, 4 Riesenmöglichkeiten verhaut und hat es eben in der Defensive den Rapidlern sehr, sehr einfach gemacht. Und die Fehler muss man abstellen, dann sind sie jederzeit in der Lage, hier am Mittwoch die Austria zu schlagen. Aber ich denke doch, dass halt in einer gewissen Phasen des Spiels, dass da Knackpunkte gibt und so wie der Gerhard richtig gesagt hat, du kommst zum holst auf 1-2 und gleich mit dem ersten Angriff macht der Daniel auch einen super Weitschuss genau dort, wo er hingehört, Stange rein. Schauen und das Spiel ist 3-1. Ja. Schauen wir uns gleich an. Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, dass Anil Hacic da erneut einen schweren Fehler macht und zwar, weil er irgendwie überrascht wirkt, dass der Steffen Hofmann ihn attackiert und schubst, der Ball ist weg und dann ist Daniel Ahler da und der macht eigentlich das einzig Richtige. Noch dazu mit dem perfekten Abschluss. Ja, ich meine, besser kannst du es nicht machen. Die Rieder Abwehrspieler haben sich auch so verhalten, dass Grozerek oder Burgstaller oder Hoffmann. Grazan war noch. Okay, dass sie den Hoffmann abdecken, dass sie den Burgstaller abdecken, genau so ist es. Und man denkt sich, die beste Lösung ist dann nur ein Weitschuss. Den wird der Dormann schon irgendwie halten, um dass der Daniel Alarm momentan die Form hat und den Ball genau immer dorthin trifft, wo er ihn hinhaben will, ist natürlich schon dann wieder klasse. Ja. Insgesamt also für Dani Ahler der nächste Doppelpack, sein 7. Saisontor. Bezeichnend auch, wenn man einmal so ein Tor erzielt wie bei Dani Ahler im Frühjahr, dass es dann irgendwie von alleine geht, ohne große Erklärungen. Ja, ich meine, er hat letztes Jahr in Kapfenberg eine Riesensaison gespielt, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du jetzt als Junge spielst bei Kapfenberg oder du kommst zu Rapid, wo die Erwartungshaltung, wo der Druck auch von den eigenen Fans viel, viel größer ist. Und da hat der Daniel eine Zeit lang gebraucht, aber jetzt ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich denke, dass das früher für ihn, für seine weitere Entwicklung auch sehr, sehr wichtig ist und dass er auch bei Rapid die Tore schießt. Vielleicht auch noch erwähnen, bei Kapfenberg hat er oft über Konter die Tore erzielt. Bei Rapid ist ja meistens Rapid im Spiel, ist auch eine andere Position für ihn wahrscheinlich und viel schwieriger, weil weniger Platz, weniger Räume. Das ist für ihn wurscht. Also er kommt eher mehr über die technische, über das Kombinationsspiel, das ist auch sehr stark. Trotzdem sieht man, wenn dann ein Ballverlust und er hat den Raum führen konnte, dann kann er auch sehr, sehr gut abschließen. Also eigentlich ein kompletter Spieler. Im Zweikampf muss das eine oder andere Mal noch ein bisschen robuster sein, aber heute hat er eigentlich alles richtig gemacht. Ja, dieses 3-1 durch Ahler haben wir gesehen. Burgstaller hatte dann die große Chance, hier überhaupt alles klar zu machen, aber Rapid liebt es spannend. Deshalb gab es erneut den Anschlusstreffer für die SV Ried zum 2-3 in der 79. Minute. Wieder ein Eckball, Lexa, der Ball geht bis zu Nacho und der mit dem 4. Saisontor. Und da habe ich ehrlich gesagt geglaubt, dass das Spiel jetzt noch kippen kann. Also man hat ja gesehen, bei den Standardsituationen oder bei jedem Ball von der Seite vor das Tor haben sie die Rapidler extrem schwer getan. Hier steht Nacho ganz hinten, ganz allein frei und zwar natürlich sehr guter Ball mitgenommen, also gestoppt mitgenommen, mit dem linken Fuß perfekt abgeschlossen. Ja, mittlerweile sind wir, Andi, zu dritt. Peter Schöttl ist da. Gratulation. Dankeschön. War ein anstrengender Nachmittag, auch für Sie nehme ich an.
Ja, Ihre Mannschaft nämlich hat es spannend gemacht. Bis zur 70. war es relativ ruhig. Aber dann war es sehr hektisch am Schluss. Und aber das sind in Wahrheit die schönsten Siege, die heiß umkämpft sind. Aber warum schafft es Ihre Mannschaft immer wieder auch trotz einer Führung die Spannung ins Spiel zu bringen, auch durch individuelle Fehler? Weil es uns einfach passiert, weil wir eben eine Mannschaft sind, worauf ich eigentlich immer wieder hinweise, die in einem Entwicklungsprozess ist. Also wenn ich uns jetzt gleich direkt mit Salzburg vergleiche, da ist bei Salzburg eine gestandene Mannschaft mit vielen Legionären. Bei uns ist eine sehr talentierte Mannschaft am Werk, wo viele Spieler neu dazugekommen sind, die jetzt so richtig merken, was es heißt, den Druck bei Rapid zu haben, wenn du die Ergebnisse bringen musst, wenn du dich für den Europacup qualifizieren musst. Und dann machen wir einfach individuelle Fehler, die es uns dann sehr schwer machen. Peter, darf ich Sie bitten, einen Schritt zum Andi hinzumachen? Der beißt nicht, im Gegenteil, der hat sich auch gefreut, obwohl er auch kritisch eben angemerkt hat, die Probleme von Rapid. Sprechen wir über das Positive. Nach zwei Unentschieden wieder ein voller Erfolg. Die Europacup-Teilnahme ist quasi fix. Auch da bin ich sehr vorsichtig, aber das ist für mich auch das Wichtigste, dass es jetzt richtig gut ausschaut, dass wir nächstes Jahr international spielen können. Das ist das Hauptziel, das ist das große Ziel. Und dass wir jetzt vier Runden vor Schluss die einzigen sind, die Salzburg jetzt noch davon abhalten kann, Meister zu werden, das macht es für uns natürlich interessant. Und wir freuen uns wirklich alle sehr auf den nächsten Sonntag. Obwohl ich mit Dremel und Prager natürlich, obwohl wir da zwei sehr wertvolle Spieler durchsperren, nicht zur Verfügung stehen werden. Dafür kommt Heikkinen zurück, Katzer scheint auch wieder fit zu sein. Andi, was erwarten Sie kommenden Sonntag beim Spiel der Spiele zwischen Rapid und Salzburg? 3 Punkte Rückstand im Moment und auch die Tordifferenz spricht noch für die Salzburger, wenn man jetzt einmal den aktuellen Stand hernimmt. Ja, also absolutes Topspiel, was um alles geht. Ich denke, dass Rapid alles unternehmen wird, so wie heute, dass sie das Spiel gewinnen. Sie haben sehr, sehr gute Aktionen nach vorne gehabt, aber der Peter hat es richtig angesprochen, der Mannschaft, wo man schon noch sieht, dass dann vielleicht das eine oder andere an Erfahrung, an Reife fehlt, weil sie einfach teilweise nur übermutig sind. Man nimmt, glaube ich, die 87. Minute, Rapid führt 3-2, einer Mann weniger, Sonnleitner sprintet rechts durch, macht einen Stangelpass, Gegenangriff, Nuhr steht auf einmal als Innenverteidiger hinten, weil er der Mannschaft helfen will. In der 93. Minute sprintet sich auf einmal der Kulowitz nach vorne frei, vollkommen unnötig. Das sieht, dass die Mannschaft richtig will, aber in entscheidenden Momenten ist auch dann eine Schussgelassenheit und eine Schusscleverness wichtig, dass dann eben die Räume hinten zustehen, wo es gefährlich werden kann. Kulowitz ist nicht mehr ganz so jung. Peter Schöttl. Auch Sonnleitner ist nicht mehr ganz so jung, aber wir haben schon speziell in der Offensive sehr, sehr junge, gute Spieler, die aber noch lange nicht fertig sind. Sie haben es angesprochen, Prager wird nicht dabei sein. Wie bewerten Sie das, dass er einer Spieler ist, der ins Spiel kommt, 3 Ballkontakte hat, 2 Zweikämpfe bestreitet und dann auch noch gelb und gelb-rot sieht innerhalb von wenigen Augenblicken? Dumm gelaufen, anders kann man es nicht sagen. Er hat dann die eh schon hektische Schlussphase dann noch hektischer werden lassen. Ja, das war die erste Gelbe, die zweite kann man wohl dann noch diskutieren, ob es tatsächlich auch gelb-rot war. Ja, da war es ihm schon ziemlich hektisch und es war mir dann klar, dass er ihn ausschließt. Aber wie gesagt, er wollte der Mannschaft sicher nicht schaden, ganz im Gegenteil. Und er wird mir nächste Woche fehlen. Andere Personalie, Steffen Hoffmann, lang ersehnt die Rückkehr. Sensationelle Zweikampfwerte, 2 Torvorlagen, das erste und das dritte Tor aufgelegt. War das schon wieder so, wie Sie sich erwartet haben? Das war so, wie er die Woche sich beim Training schon gegeben hat. Also wir haben nach dem Sturmspiel wirklich ein bisschen eine ernstere Besprechung gehabt, wo er Dinge ganz klar angesprochen hat, wo er auch Dinge von seinen Mitspielern eingefordert hat. Und er hat eine tadellose Partie gespielt, geht in dieser entscheidenden Phase voran und so einen Kapitän wünscht man sich. Hör ich da schon heraus, dass er eigentlich schon ein Mitglied des Trainerstabs ist? Nein, das nicht. Er ist noch Spieler. wird vielleicht irgendwann auch Rapid-Trainer, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja, weil so lange sind Sie da, ne? Nehme ich an in der Zwischenzeit. Das glaube ich nicht, aber für er wird noch ein paar Jahre eine schöne Karriere haben. Andi, wie haben Sie Steffen Hoffmann heute gesehen bei seiner Rückkehr? Ja, sehr gut. Ich meine, da braucht man nicht lange herumreden. Man hat dann auch gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, wenn er dann nicht mehr am Platz ist. Ne? Dann waren eben diese Situationen, wenn die Angriffe dann über ihn laufen, ist da viel mehr Ordnung drinnen, mehr Ruhe. Die entscheidenden Bälle werden zum richtigen Augenblick dann abgespielt. Und so hat dann jeder irgendwie was probiert und dann haben wir die Bälle wieder zu leicht hergeschenkt. Also er hat
die ganze Zeit, wo er am Platz war, hat er sehr, sehr souverän gewirkt, auch körperlich wieder sehr gut und so wird er auch der Mannschaft natürlich in entscheidenden Phase sehr, sehr viel helfen. Ja, danke schön, Peter Schöttl. Danke. Schöne Heimreise und die Spannung ist gegeben für kommenden Sonntag, für das Duell um die Meisterschaft zwischen Rapid und Salzburg. Blick auf die Tabelle, also in dieser Runde 5 Spiele, 5 Siege hat es gegeben, 17 Tore und damit also das nochmals jetzt deutlich für Sie, wie es vor dem 33. Spieltag aussieht. Rapid, das hat Schöttl richtig schon anerkannt, die einzige Mannschaft, die Salzburg da tatsächlich noch gefährden kann im Bestreben, Meister zu werden. Und für Ried, auch das wollen wir nicht vergessen, Andi, die Mannschaft ist eben im Moment im Frühjahr 2012 nur auf Platz 8, ja, hat gemeinsam mit Kapfenberg nur 12 Punkte gemacht, ist im Moment auch 4 Zähler hinter einem Europa-League-Platz. Sollte man sich da tatsächlich eher an den Cup orientieren? Ja, zuerst müssen sie mal schauen, dass sie wieder richtig in Schwung kommen. Es sind sehr, sehr gute Ansätze da, aber momentan das Gesamtpaket passt sicherlich nicht. Und da muss man gegen die Austria noch eine richtige Scheibe drauflegen, damit man da weiterkommen kann, sonst wird man auch im Cup nichts reißen. Und in der Meisterschaft sind sie jetzt einmal hinten, von den Punkten her geht es noch, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so überzeugt, dass sie in den letzten 4 Spielen alle 4 Spiele gewinnen werden. Also wäre schon ganz gut, wenn sie jetzt die Austria zu Hause schlagen könnten. Rapid-Kapitän Steffen Hofmann feiert beim Auswärtsspiel in Ried nach Verletzungspause sein Comeback. Insgesamt bei den Hütteldorfern 4 Veränderungen im 4-2-3-1-System. Kulowitz, Drazan und Pichler ebenfalls neu im Team. Und direkt nach Anstoß die Rieder mit der ersten Riesenmöglichkeit auf das 1-0. Pichler mit dem Fehler und Innenverteidiger Sonnleitner blockt den Schuss von Robert Schul. Rapid braucht ein wenig, um so richtig ins Spiel zu finden, dann aber gleich ordentlich. Kulowitz mit viel Platz in den Lauf von Deni Ahler und die Solospitze bleibt cool, trifft zum 1-0 für die Gäste aus Hütteldorf nach 12 Minuten. Ausgangspunkt der Ballverlust von Hacic, der da wegrutscht. Kulowitz, der den gesperrten Häkkinen ersetzt mit seinem ersten Assist in der laufenden Saison. Und Deni Ahler mit seinem ersten Tor in Ried überhaupt, insgesamt Saisontreffer Nummer 6. Und nur 7 Minuten später Rapid mit dem nächsten Angriff. Die Rieder lassen sich von einem Einwurf überraschen. Hofmann auf Burgstaller und es steht 2-0 für die Grün-Weißen. Burgstaller beschenkt sich somit selbst an seinem 23. Geburtstag. Hofmann mit guter Übersicht, die Rieder viel zu passiv. Burgstaller mit feiner Schusstechnik trifft mit der Innenseite genau ins Eck, lässt Reuter Gebauer keine Chance. Die Rapidverteidigung aber weiterhin mit Unsicherheiten. Pichler wieder nicht souverän genug, köpft Guillem an. Nacho mit der Flanke, Guillem verpasst in der Mitte und Meilinger. Sein Schuss wird dann noch geblockt. Schlechtes Abwehrverhalten der beiden Innenverteidiger Pichler und Sonnleitner orientieren sich am ersten Pfosten. Schimpelsberger rettet gegen Meilinger. Die Rieder werden stärker. Meilinger per Ecke auf Rotpuller. Königshofer kann nicht festhalten und Robert Schul steht genau richtig. Sorgt in der 39. Minute für das 1-2. Schul beim Kopfball von Rotpuller knapp auf gleicher Höhe mit Schrammel. Richtig gesehen vom Schiedsrichterteam, korrekt den Treffer von Schul zu geben. 5. Saisontor für ihn. Und er sieht danach die gelbe Karte wegen einer Rangelei mit Zeuter Königshofer. Rapid führt zur Pause mit 2-1. Die Zuschauer sehen eine äußerst interessante erste Spielhälfte. Nach Wiederbeginn Rapid mit dem besseren Start. Wieder verliert Hacic den Ball. Hofmann auf Deni Ahler und der zieht ab. Und es steht 3-1, 6 Minuten nach dem Seitenwechsel für Rapid. Hacic wie schon beim 0-1 der Ausgangspunkt mit dem Ballverlust. Deni Ahler mit dem Doppelpack. Teuter Gebauer zum 3. Mal geschlagen, ohne davor einen einzigen Ball zu halten. Die Rieder müssen in weiterer Folge aufmachen, nehmen volles Risiko. Rapid im Konterspiel gefährlich. Deni Ahler setzt sich gut durch mit dem Pass auf Burgstaller, der mit der Chance auf seinen 2. Treffer im Spiel, der Ball auch im Tor, aber da schon abgepfiffen, weil Burgstaller beim Abpraller die Hand zu Hilfe nimmt. Richtige Entscheidung, den Treffer nicht zu geben. Rapid ruht sich zu sehr auf der 2-Tore-Führung aus, die Oberösterreicher werfen alles nach vorne und Nacho gelingt die Minute 79 der neuerliche Anschlusstreffer. Schrammel kommt zu spät, schwierig dann für Königshofer zu reagieren.
Er sieht den Ball sehr spät. Somit mitfallen beide Riedertreffer nach Eckbällen. In einer hektischen Schlussphase sorgt Thomas Prager für die weiteren Aufreger. Der Mittelfeldspieler sieht 10 Minuten nach seiner Einwechslung gelb und wenig später nach einem taktischen Foulspiel an Karil die gelb-rote Karte. Ist insgesamt nur 12 Minuten auf dem Feld. Rapid gewinnt am Ende in einer dramatischen Begegnung mit 3:2 in Ried und kann durch den Sieg so gut wie sicher mit einem internationalen Startplatz rechnen. Das ist für mich auch das Wichtigste, dass es jetzt richtig gut ausschaut, dass wir nächstes Jahr international spielen können. Das ist das Hauptziel, das ist das große Ziel. Und dass wir jetzt 4 Runden vor Schluss die einzigen sind, die Salzburg jetzt noch davon abhalten kann, Meister zu werden, das macht es für uns natürlich interessant.